Du möchtest für eine liebe Person in deinem Leben eine Geburtstagstorte backen und suchst noch nach dem richtigen Rezept? Dann ist das hier ganz genau das Richtige für dich, denn bei diesem Rezept handelt es sich um ein absolutes Basic-Rezept, das du ganz nach Wunsch weiter mit Kakao, Nüssen oder auch Früchten veredeln kannst. Wir machen heute die ganz klassische Variante mit einem Vanilleteig. Dafür kommen alle Zutaten in die Rührschüssel. Ich habe jetzt hier 4 Eigelb und 2 Eier verwendet. Du kannst stattdessen auch 4 ganze Eier verwenden. Das funktioniert ganz genauso. Mit den Eigelb wird die Torte einfach besonders fluffig und saftig. Aber im Detail findest du das alles nochmal auf heißehimbeeren.com im Rezept und da steht das alles nochmal ganz genau aufgeschrieben. Im Rezept findest du auch, wie du die Torte in einem größeren Umfang backen kannst, denn wir backen sie heute mit 18 cm Durchmesser. Das ist also so ein hübsches kleines Törtchen, das ideal für 4 bis 8 Personen geeignet ist, denn dann wird die Torte auch auf einen Rutsch gegessen und es bleibt nicht so viel übrig. Wenn du mehr Gäste erwartest oder das Geburtstagskind mehr Gäste erwartet, dann kannst du das Rezept einfach verdoppeln. Das geht ganz einfach auf der Webseite und dann, wie gesagt, in einer normalen Springform mit 26 oder 28 cm Durchmesser backen. Was die Creme betrifft, haben wir eine Mascarpone-Sahne-Creme. Ganz wichtig ist, dass beide Zutaten dafür ganz kalt sind, denn nur dann lässt sich die Creme so richtig luftig aufschlagen. Nach dem Füllen kriegt die Torte eine Krümelschicht, damit wir hier keine Krümel in unserer fertigen Tortendekoration haben. Und dann wird sie mit der übrigen Creme eingestrichen und dekoriert. Ich verwende immer ganz gerne essbare Blüten. Hier in dem Fall jetzt eine Bio-Rose, die ist ungespritzt und kann damit auch ganz bedenkenlos auf die Torte gelegt werden. Außerdem darf natürlich zum Geburtstag eine Kerze nicht fehlen. Und dann ist auch schon Zeit, die Torte zu servieren. Du siehst, die ist wahnsinnig saftig, total lecker und ich bin mir sicher, dass sie dem Geburtstagskind ganz gut schmeckt.